Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Yo, servus und ganz herzlich willkommen hier auf dem Marcel Herzog Kanal zu einer neuen Folge Keys to the VIP. Ihr kennt die Serie, wir haben hier schon einige Folgen angeguckt. Das ist wieder Donnerstag. Donnerstag kommt bei mir hier immer die neue Folge Keys to the VIP raus. Wir starten hier auch sofort und ich erkläre euch, wie das Ganze abläuft. Es gibt zwei Pickup-Artists, die in drei Runden gegeneinander antreten. Eine Jury von vier Pickup-Artists reagiert darauf und gibt ihren Senf dazu ab. Und ich kommentiere das Ganze. Josh in a 3-round contest at Mink Nightclub. Each round is a challenge carefully designed to test a player's ability to seduce women in a real-life battlefield. The cameras are hidden, the women are real, and the game is on. Genau, wir gehen jetzt wieder auf die Standardgeschwindigkeit, weil jetzt kommt gleich die Vorstellung der zwei Jungs. Tonight, the party's in the VIP lounge at Century Room. Let's take a closer look at tonight's players. Up for genau, das sind jetzt die zwei, die gegeneinander antreten in drei Runden, ja. First, Dennis, aka Hodge. What's up, guys? Dennis, my name's Dennis. This is my pad, my domain. This is where I live alone. Er macht eigentlich einen ganz netten Eindruck so. Finde auch, dass sein Stil eigentlich ganz nice ist, ja. Erinnert mich ein bisschen an mich selber von früher. Ja, ich hatte auch mal so ein Bärtchen. Ist aber schon, wirklich schon sehr, sehr lange her. Very nice, comfortable couch. You can get cuddly, you can get close with one or two or. Die Shirt könnte auch noch aktuell sein. Ein bisschen lauchig sieht der Typ aus. Like. This is the bed. Nice and spacious. You can fit as many people on here as you'd like. I think tonight you can expect to see a lot of girls around me. I think my personality will come through, my humor, my ability to do impressions, any sort of thing to get a girl to laugh. Josh, be warned. Your night's not gonna be too much fun. I think. Ja, ich hatte sogar mal so eine Kette. Ja, wirklich schon sehr, sehr lang her das Ganze. Aber damals war das ja auch in. Ja, man muss es ja immer in Relation zu 2006 kam die Serie raus. 2006 sehen. Dementsprechend, ja, sieht es natürlich alles ein bisschen anders aus wie heute. Ja. The things that girls like about me is that I'm open, I'm honest from the start, I'm intelligent, I can carry on a conversation about just about anything, whether I have to, you know. BS my way through a few things and that's okay, but at least you get the job done. Tonight I'm gonna win because I have the confidence, I have the attitude, I have the sense of humor and game on. Kibosh will be on Josh. Also er macht mir einen netten Eindruck. Ich finde auch sein Outfit hier mit Anzug und sowas, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er dann auch wirklich auf der Tanzfläche und im Club performt, weil das ist ja im Prinzip dann am Ende auch der ausschlaggebende Punkt. Ja, und allein der Zustand dann ja, im Field, ja, entscheidet letztendlich und nicht das, was wir hier in der Vorstellungsrunde sehen. That was pretty dry. I bet taste your saltines. You know what I mean? I want some energy out of this guy. I hope he comes out with a little bit more personality in the field, because at this rate, he's gonna talk the girls to sleep. I am humorous. I'll say I like the fact that he's willing to do something to meet a woman. He says he'll, you know, lie a little bit or do whatever. So. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass der dass die Energie passt und dass halt ja, also dass man halt hier auch richtig kalibriert, ja, je mehr Mädels in so einer Gruppe sind, wenn man sie anspricht, umso mehr Energie, umso mehr Geschwindigkeit muss man dann auch und Druck natürlich auch in die Stimme reinsetzen, dass man hier auch die Mädels ein bisschen von sich überzeugen kann, ja, und wenn das eben nicht passt, wenn man zu langsam redet, zu uninteressant ist und so weiter, ich war natürlich hier ganz schnell draußen. Ja. That's interesting, at least. He kind of reminds you of a cyborg sent back in time from the future to save Sarah O'Connor. He does look like the husband from the Terminator, doesn't he? With Kyle Reese. Yeah. I have a bad feeling about this guy. I don't think he's going to do very well. Well, guys, let's take a look at Josh. Maybe we get something better to work with. And now, so hot right now, Josh. Hi there. I'm Josh, and this is my room. I live with my grandparents. My grandfather, this man right over here, I call him the coach. He knows what it takes to be a player. I think when women see me, they see, you know, a tall, dark, handsome person, you know, pretty tan skin, nice little eyes,
you walk into a club, that mentality definitely has to be that you are the sexiest person in that club. And right now, I feel that way. I'm a player because I feel like I can talk to any girl in any situation. And it's that confidence that I bring to the table. Beide haben jetzt gesagt, sie haben heftiges Selbstvertrauen. Ich weiß, also ich bin aktuell wirklich noch hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht, wie ich die einschätzen soll. Ich finde, beide sind jetzt vom Aussehen her nicht absolut der Oberhammer. Ich würde die beide so als typische Normies eigentlich einschätzen. Und dementsprechend kommt es natürlich wirklich auch auf die Übung und auf die Kalibration im Club an. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich habe jetzt, wenn wir das jetzt so, also jetzt rein in der Vorstellungsrunde, habe ich jetzt gar keinen Favorit, wo ich sage, da lege ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer, dass der das rockt. There is no weak part to my game. Basically, I just try to make a girl feel comfortable, you know, I'm not too pushy, and I make them laugh, you know, sense of humor is very important with women. Bottom line is, I'm coming up on top. Ich glaube, sogar beide haben gesagt, hier Confidence, Selbstvertrauen und Humor und sowas. Er ist schon so ein bisschen, ja, auf gar keinen Fall zu sehr pushy und sowas, um, damit die Frau sich halt wohlfühlt. Ja, das stimmt schon, aber viele Männer, also für viele Männer ist das halt eine Falle, wenn sie dann immer zu sehr Angst haben, Closes anzusetzen, zu fragen, hey, wie sieht's aus, Telefonnummer, ja, oder einfach auch mal die Kussinitiative ergreifen. Wenn Männer davor Hemmungen haben, dann haben sie meistens echt Schwierigkeiten, ja, weil eine Frau, die meisten Frauen sind selbstbewusst genug, um zu sagen, hey, ich habe keinen Bock, das geht mir zu schnell oder nein, lass mal, so schnell mache ich das nicht. Ja, aber wenn halt ein Mann hier Hemmungen hat, das riechen viele Frauen und sortieren dementsprechend natürlich auch ganz schnell Männer dann aus. Das heißt, es könnte jetzt ein kleines Indiz dafür sein, dass er vielleicht noch nicht so pushy, also dass er vielleicht hier auch schon die ein oder andere Hemmung hat und das dann auch zeigt. Aber es ist wirklich, wir sind super, super oberflächlich und super, super spekulativ unterwegs. Ich bin sehr gespannt, wie es in Field aussieht. This is a battle of the driest wit. This guy clearly looks like he just walked out of a magazine ad, so he's got the looks, but does he have a personality to back it all up? That might be enough in this battle. I think Josh is going to take it simply because he has the edge and confidence, and that might lead him to into situations where he wouldn't usually go to. I think they're equal. Mich würde es interessieren, woran er das festmacht mit dem, dass er mehr Selbstvertrauen hat als der andere, weil beide haben es ja von sich aus gesagt und ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass sowohl die Jury als auch die Macher der Serie hier mehr Einblicke haben, weil die natürlich auch oftmals wahrscheinlich das Rohmaterial des Videos halt auch zu Gesicht bekommen. Deswegen ist es immer auch spannend, wenn man darauf hört, was da gesagt wird. Fully confident, I don't know why, but at least Josh is good looking. You know what I mean? I think I'm gonna go for the underdog here, Dennis. I hope he becomes a little bit more of a menace in the playing field than he was in his profile, but I'm gonna go for the underdog. All right, let's take a look at game one. Coming up after the break. I'm new in town. Can I get the direction to your partner? Nice. Sehr kreativ. Wir schauen rein. Wir sind gespannt. All right, guys. Game number one, Hodge. We're providing them with the pickup line because I think these guys are not capable of coming up with anything on their own. Not that pickup line should work, but let's see if some cheesiness can help these guys out. It's one of those times we give them our trash and see if they can make it a treasure. Yeah. In round one, each player must initiate a pickup using a cheesy one-liner provided by our panel. Also 3 Minuten ist ja hier völlig egal, das Zeitlimit, weil es geht ja darum, ein Opener, der hier vorgegeben wird und mit dem die dann halt ansprechen müssen. Deswegen, das Time-Limit ist eigentlich völlig egal an der Stelle. Die müssen einfach nur eben ansprechen. Und ich denke, es wird dann bewertet, wie gut die das rüberbringen und es dann insgesamt ankommt. Bin gespannt. Jetzt, wo ich ihn auch nochmal so ein bisschen besser sehe, ich denke, auch heutzutage würde man so einen Style wahrscheinlich nicht mehr haben. Das ist sehr out, ja, und auch die Koteletten hier macht man eigentlich auch eher nicht. Vielleicht gibt es da manche Szenen, so ein bisschen so Rockabilly, wo sowas vielleicht noch üblich ist, aber in der Regel macht man sowas nicht mehr. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr gespannt jetzt, wie er oder beide die Aufgabe jetzt angehen. Let's see how our players work the lost art of the pickup line. I'm new in town. Can I get the direction to your apartment?
Ja, nice. Ja, es ist schon sehr direkt, ja. Also da muss dann natürlich auch wirklich alles passen, weil hier ja am Anfang schon Attraction da sein muss, um hier diesen cocky funny Opener eigentlich auch zu bringen. Das heißt, hier ist ganz wichtig, Lächeln, Kalibration, laute Stimme. Also man muss sehen, dass man es hier spaßig meint. Ja, das ist so wichtig, ja, dass die Frau hier sofort, dass da sofort der Vibe passt. Und hier sieht man, er macht es wirklich grandios. Also er hat jetzt hier so einen Akzent angenommen. Ich kann jetzt nicht sagen, was es für ein gespielter Akzent ist. Aber also es passt halt bei ihr hervorragend und sie lacht sich gerade schon schlapp. Von dem her macht er sehr gut. Bis dahin. Nice. She was the Borat. Ich denke auch, hier ist sie die, die Leader. Die Alpha-Kuh, die Mutter-Kuh, die Führerin in dem Fall, die Führerin der Gruppe. Und sie tut sich ja hier komplett absichern, ob sie es witzig findet. Dementsprechend, wahrscheinlich waren die auch gelangweilt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Mädels in Clubs gelangweilt sind. Und das kam dann halt hier ganz hervorragend. Can I get those selections? Wow. Wow, that's creative. Okay. You know what? Like sofort, I think, every time. Is it cheers worthy? No. What's your name? I'm Anna. Nice to meet you. I'm Dennis. Nice to meet you. And yourself? Anna. Anna, nice to meet you. Are you dancing? Are you? Am I interrupting dance time? No, no. Oh, that's been danced too. Yes. You like it. Your friend is like, I don't know. And yes. He's like Superman here. His real identity, Clark Kent, bores them to hell. Yes. And then when he turns on the Borat, he's Superman. Ja. Ach, Borat schaltet er ein bisschen. Okay, ja. Die Sache ist halt die, er muss aufpassen, dass er das jetzt nicht überzieht. Weil das ist ja ganz häufig der Fall, dass wenn Männer merken, okay, jetzt habe ich irgendeine Line oder irgendwas, was ganz gut ankommt, dass sie dann das halt überspielen. Also ich merke das halt sehr häufig, dass halt diese Frage zum Beispiel, ja, was denkst du, ja, dass das halt auch manchmal so überzogen wird. Also zum Beispiel, wie alt bist du, was denkst du, wo kommst du her, was denkst du, wie heißt du, was denkst du. Das macht halt keinen Sinn, immer hier die Frage zu stellen, weil irgendwann ist nervig, ja. Und das heißt, hier muss man dann auch selbstbewusst genug sein, um dann auch einfach mal die Line zu ändern, weil nur wenn man eben hier auch eine gewisse Abwechslung und Spontanität reinbringt, macht das Ganze, also fuckt es halt auch einfach nicht ab. Und hier könnte es sein, dass er dazu neigt, hier das ein bisschen zu sehr zu überdrehen und dass dann Mädels halt irgendwann auch einfach mal die Augen verdrehen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber ja, also ich denke, er könnte dazu neigen, aber er macht es wirklich gut. Bei ihr hat es mega gehuckt, super nettes Mädel, hübsch. Und sie ist wirklich attracted, beziehungsweise es ist auch immer ein Unterschied, ob man attracted ist oder ob man halt nur über Witze lacht. Ja, man kann einen guten Witz machen, das Mädel kann lachen und nicht attracted sein, aber oft geht es schon auch einher. Ja? Also wenn einer einen sehr schlechten Witz macht und das Mädel trotzdem lacht, dann ist es so zu verstehen, dass es oftmals auch wie ein Indicator of Interest eigentlich auch zählt. Ja. Again, and they love it. You know, it reminds me of Steve Tasker running the ball into the end zone against the Dallas Cowboys. You know, he's almost there and then he fumbles. You know what's really funny? Yes. You know where I'm from? Kazakhstan. Come on. Alles Bogart, ja. Er macht schön den Bogart. Listen, I like you. I saw you from afar. We can go out, have drink. And talky-talk. Yeah, I like it. I have phone number. I have cell phone number. I have a boyfriend. 使わせてもらうぜ。Oh. Ah, this is one of these up and hope. Wobei man sagen muss, das kann, also klar, es ist ein Korb, ich habe einen Freund, aber, also das heißt ja nicht, dass es jetzt schlecht war, die Anmache, dass es per se jetzt auch der Grund bei ihm lag. Es kann ja wirklich sein, dass es einfach, sie hat einen Freund
und dementsprechend passt es halt nicht. Ja, das ist schade, aber ich finde trotzdem, er hat es sehr gut gemacht. Und wenn er mit der Line auch auf andere Mädels zugeht, dann bin ich davon überzeugt, dass es auch bei anderen funktionieren wird und dann auch andere sagen werden, du kannst meine Nummer. You know, hope for a half-court shot. He's like a mascot. And everybody loves the mascot until they take off the pants. I'm new in town, right? New in town? Yes. It was nice meeting you, Vera. Nice meeting you. You too. Anna, nice to meet you as well. You guys have a good night, and we'll see you soon. Well, you know what? He opened it up nicely. Yeah. He had a great improv, but this is not a show about improv. This was a perfect example of an amazing icebreaker and then nothing to back it up with. Opportunity lost here. Absolutely. Ja, okay, sie sagen jetzt, da kam jetzt nichts. Also stimmt schon. Er hat halt an seiner Line festgehalten. Dementsprechend kann man das auch so auslegen, als wenn jetzt hier nichts anderes da war. Mit Sicherheit war das auch so, da kam ja nichts anderes, aber die Frage ist halt, was willst du denn mehr, wenn sie wirklich einen Freund hat und einfach dem Freund treu ist und einfach keinen Bock hat, die Nummer jetzt rauszugeben, dann hätte er machen können, also dann hätte er hier nackt Handstand machen können, es hätte halt trotzdem nichts gebracht in dem Fall. Von dem her, ja, das ist halt so, ja, manchmal liegt es einfach nicht an einem selber, sondern es liegt einfach an dem Mädel. Und dann kann man einfach auch nicht mehr rausholen, wenn sie einfach sagt, sie hat einen Freund und es, ihr tut's leid, sie ist glücklich und so weiter, dann, ja, da muss man das akzeptieren. Ja. I'm saying Borat won, but Dennis definitely lost. Well, you know what, let's see if Josh can do any better. Josh. Hi. I'm friendly, I'm financially stable, and I have an interesting piece of DNA. What's your name? Und das hat er auch sehr, sehr gut ausgedrückt, ja, mit seinem Blick und mit dem Lächeln. Er hat das sehr gut rübergebracht. Also so würde ich Cocky Funny rüberbringen, ja, definitiv. Mädels, beide online, ja. Nice to meet you. What's your name? Alle drei? Drei, sorry? Ja. Gina. Well, she made a point of him getting her name right, eh? Yeah. So, you guys come here a lot? No. No? Where do you guys usually go? Vita. You know what? I saw you before and I was going to talk to you, but I was a little bit shy. That was close to my heart right there. Demonstrate a little bit of vulnerability. You came up so confident, you got to throw a little twist. You're a very good looking girl, I was going to tell you that. So, where are you guys from? We had to do a reset there mentally, eh? Control, Alt, Delete. Ja, also theoretisch ist es auch machbar. Also man hat jetzt gemerkt, so, es ist jetzt so ein kleiner Cut gewesen. Kurze Zeit Pause, Gesprächspause. Der andere hat es jetzt damit quasi wieder reingeholt, indem er dann einfach den Borat weitergespielt hat. Jetzt haben wir hier so kurze Zeit Stop. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, wie setze ich darauf auf? Ja, theoretisch wäre jetzt eine gute Möglichkeit, also ich finde es nicht schlecht, wie er es gemacht hat, aber er hätte das nochmal ein bisschen schneller machen können, damit der Zeitpunkt oder der Zeitraum von dieser Pause nicht so reingeknallt hat und vielleicht auch so ein bisschen ihm selber ein bisschen das Unwohlsein gebracht, schneller einfach in die Fragen zu kommen, wo kommt ihr her, was macht ihr beruflich und so weiter und so fort, das sind ja Dinge, die sind ja wichtig, oder wie heißt du, wie alt seid ihr, das sind ja Dinge, die sind ja wichtig, um die zu verstehen, damit man halt aber hier so eine Grundbasis an Komfort und Rapport aufbauen kann und jeder halt weiß, was ist das eigentlich für ein Typ. Ja, das ist wichtig. Ja, aber man kann auch Gesprächspausen durchziehen, wenn man einfach absolut der entspannt coole Typ ist, der einfach sich zurücknimmt, einfach so ein bisschen lächelt und einfach das ganz bewusst ausspielt, ja, damit die Mädels vielleicht auch jetzt kommen und mal rein investieren und Fragen stellen oder so. Aber das muss man natürlich auch aushalten können dann, ja? I actually have friends downstairs, I gotta find my, like, they were up here before, but if I get your number and I'll, like, call you, like, later on the night and we'll, like, you know, maybe I'll buy you a drink or something. Okay, jetzt kommt der Number Close, der ist aus meiner Sicht etwas zu früh. Weil normalerweise müsstest du jetzt halt hier eigentlich ein bisschen mehr Game machen, ja. Es ist jetzt so super mit der Tür ins Haus. Kurz mal ein, zwei Fragen hat er, glaube ich, jetzt hier gestellt, wenn überhaupt.
Vielleicht ist auch was rausgeschnitten, weiß man ja auch nie, aber auf Basis von dem, was ich hier sehe, würde ich sagen, Number Close ist zu früh. Insbesondere habe ich aber hier gar keine Isolation bei drei Mädels. Ja, schauen wir mal. Ja, jetzt geben sie ihm die Nummer, jetzt pusht quasi die Alpha-Frau die Freundin, weil er halt von der Sendung eine gute Vorlage bekommen hat für den Opener. Und das sieht man ja wieder, wie, also das ein Opener, man könnte natürlich auch hier mit High starten, aber wenn das gut reinläuft und wenn dann da Diskussionspotenzial ist und das richtig läuft, dann sieht man, was für ein Potenzial auch ein guter Opener erfüllen kann. Ich habe das in einem Video, verlinke ich euch auch nochmal hier in der Infobox, habe ich ja auch die Opener erklärt und auch wie man sie am besten aufbaut. Guckt euch das auf jeden Fall an, weil das macht auf jeden Fall Sinn, damit auch zu arbeiten, wenn man das kann. Das macht er auch sehr gut, also hier direkt auf Körperkontakt gehen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Handkuss so machen würde. Ich fände es wahrscheinlich cooler, hier das mit so einer kleinen Umarmung zu machen. Aber ja, ist halt sein Stil in dem Fall. Okay, jetzt kommt wieder der Name. Also wie gesagt, da gibt es ja auch den Trick, den habe ich schon mal in einer anderen Keys to the VIP-Folge genannt, dass man einfach beim Number Close dann einfach fragt, wie schreibt man dich? Ja, das ist natürlich eigentlich die beste und einfachste Variante, da rauszukommen. Aber im Prinzip ist es auch nicht so wild, wenn man das dann halt einfach so ein bisschen witzig umspielt. Gell? Ja, so wie er das macht, mega. Genau. This is amateur night at the Apollo. Oh yeah. Let's see what he does though. Let's see how he gets out of this situation. You just blocked it though. It just went off when I closed it. Closed it. All right, I'll tell you what. I'll see you later on. Bye. I know her name too, Gina. See, I knew you remember Gina's name. Because Gina made a point of exactly. making her Exactly. And you know what? And when a girl makes a point of drilling her name into it, she's the one that's interested in you. In Josh's defense, you know, maybe he just wasn't interested in Gina. Maybe she was making herself too available. Clearly he wasn't interested in the no-name's name either. Can you remember? Weißt du, warum er ihr nicht, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hinterher, aber ich verstehe nicht ganz, warum er nicht aus sie richtig verabschiedet hat oder hier nochmal, er hat ja den nur Handkuss gemacht, man hätte ja jetzt hier auch ein bisschen den Körperkontakt mit ihr aufbauen können an der Stelle, ja? Na. Here's the ultimate irony. The handicap lines that we gave him to handicap them was actually the best stuff for both guys. Josh got the number. He didn't get her name, so he's not gonna know who to ask for, but he's gonna know who to call. Josh is like that Ryan Leaf draft pick. I mean, he has all the tools, but I think he's gonna be a bust. Yes. Yeah. But the key is that Josh got a little bit further than the other guy in terms of actually getting a girl to commit to give him his phone number or her phone number. So I had to give it to Josh. Too bad he didn't commit to giving her name. Yeah, exactly. Let's give it to Josh by a hair. Let's see if they can do any better in the second game. Ja, gut, also ich meine, das ist klar. Der hat die Telefonnummer bekommen. Ja, von dem her kann man ihm auf jeden Fall dann auch einen Punkt natürlich hier geben. Und ja, sehe ich jetzt auch völlig legit, dass man das so macht. I'll give you my phone. Why don't you guys exchange names first? Alright guys, we're back. And in this game, we're asking a bunch of questions. Here we go. In this round, each player must obtain a woman's phone number, but may only speak in questions. Okay, also hier geht es jetzt darum, die Telefonnummer zu nehmen, aber nur eben Fragen stellen. Ja? The real question is, do our players have any game? 5 Minuten, völlig okay. What's your favorite color? Blue. What's your favorite food? Sandwiches. What's your favorite kind of car? Mini Cooper. Because it lets me ride dirty. Okay, verbal cue. Yeah. Like seriously. What, a demonstration? I think it has something to do with the emergency brake and the stick shift. Also ich finde es gar nicht so schlecht mit dem Ansprechen und der Frage, aber man muss hier natürlich auch wieder sehr aufpassen. Sie ist jetzt, also man hat den Eindruck jetzt, sie ist noch nicht so online,
Ja, und sie ist halt in einem Dreier-Set. Und da kann natürlich auch, in der Dreiergruppe kann natürlich auch viel passieren. Jede Frau ist auch eine potenzielle Cockblockerin, ja, die dich dann halt auch ganz schnell aus dem Set raushauen kann, wenn es halt nicht klappt. Und da kommt der die hypergame Frage, was fährst denn du für ein Auto, ja? Jetzt überlegt sie sich ganz kurz, ob sie den sagen soll, dann bringt sie ihn und hier merkt man, also ich finde das Game von ihm jetzt absolut nicht bewegend, also es ist jetzt nicht so, boah, ja, atemberaubend, so wie wir das in der letzten Folge zum Beispiel gesehen haben von den beiden Jungs, aber allein die Frage, hey, wie heißt du, oder, also im Prinzip so der nächste Schritt im Kennenlernen, hat sie ja schon dazu jetzt bewegt, gerade so ein paar IOIs rauszudrücken. Also sie hat sofort gelächelt und ihn angeguckt und ich glaube, sie hat sich sofort überlegt, ja, könnte der denn jetzt hier auch was sein? Also Frauen scannen ja Männer eigentlich permanent und ich glaube, dass allein das jetzt hier schon bei ihr so ein bisschen ein Auslöser war, um ihn jetzt quasi auch als potenziellen Partner einzubringen. Zu ranken, ja, von dem her echt spannend. What do you eat? What do you drive? What's your name? Where do you go? He doesn't build off one question. No, why would you? Also auch kein bewegendes Game aus meiner Sicht, ja. Er stellt halt einfach nur so 0815 Fragen, wobei natürlich die Frage auch nach dem Lieblingsauto, der Lieblingsfarbe und so weiter, ja, emotional bei Frauen auch sehr tief immer emotional belegt ist, ja. Das heißt, des Lieblingsautos. Sie verbindet ja was mit dem Lieblingsauto, ja. Vielleicht ist sie mit ihrem Ex im Auto mal hier, ist es dazu gekommen, dass sie übereinander hergefallen sind. Oder die Lieblingsfarbe, keine Ahnung, vielleicht ist ihr Lieblings, vielleicht rot wegen irgendwelchen Kirschen, weil bei ihrer Oma im Gemüsegarten ein Kirschbaum gewachsen ist oder so. Also da sind ja Emotionen dahinter und das ist ja auch der Kern von Rapport und Komfort. Also diese Lieblingsfragen sind eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr gut an der Stelle, um halt Komfort zu erzeugen. Das Problem ist, er ist halt in einer Phase, wo es eigentlich eher um Attraction geht jetzt. Er muss ja hier eigentlich mehr jetzt erstmal zeigen, dass er ein cooler Typ ist, bevor er dann auf diese Komfortfragen eigentlich geht. Ja, von dem her ist es sehr spannend, das jetzt zu sehen. Aber ich glaube, so wie es aussieht, funktioniert es ganz gut bisher. What do you think about all my questions? Well, I think that you're very curious, for one thing. But, you know, it's good to get to know me. I respect that. She's given him every indication that she wants him to ride dirty. take this Q&A period and, yes. And this turn form. Into a T&A period. Yeah. Who are you here with? This is my best friend, Bridget. Dennis? Rebecca. Dennis? What's your favorite board game? Okay, also wenn man jetzt nur mit Lieblings kommt, also Brettspiel finde ich sehr Panne. Also er neigt dazu halt an seiner Line festzuhalten und das dann halt immer weiter zu spinnen und ich glaube, dass das nicht gerade, also dass es nicht die beste Lösung ist, aber mal schauen, wie es weitergeht. What's all your favorite board game? Let's everybody play. I think you made a mistake here. Was er aber gut macht, ist, dass er jetzt die anderen integriert. Ja, jetzt sagt er, macht einen Fehler. Schauen wir, was er meint. He left his focus and he moved on to the friends. Ja, er hätte es andersrum machen sollen. Er hätte erstmal die Freundinnen einbeziehen und dann den Fokus wieder auf das Target legen. Das wäre hier an der Stelle viel intelligenter gewesen. Aber er macht es halt genau andersrum. Er war auf dem Target und das ist jetzt schon fast so ein Target-Switch, wenn er jetzt mit den anderen redet, ja. Außerdem hätte er halt, also er dreht quasi das komplette Game um. Er fängt mit Comfort an und es kommt, ist auf dem Target. Und jetzt macht er im Prinzip das Sozialisierungsgame, also die Sozialisierung erstmal vom Freundeskreis und also kommt jetzt eigentlich eher wieder mit der Attraction-Phase. Das macht halt keinen Sinn, ja. Attraction, Gruppe, dann Isolation auf eine und dann geht man in den Rapport Comfort. Ich verlinke euch auch nochmal hier das Video
zum Thema Säulen der Verführung. Da erkläre ich auch nochmal den Ablauf des typischen Game-Prozesses anhand der einzelnen Phasen. He gets a little opening and like a running back, he hesitates and before you know it, it closes. You know, there's defensive linemen all over the place. Yeah, exactly. He's got to hit that hole hard. Hard. How about a kiss on the cheek? Come on. Are you interested? Wow. What's he doing here? Where'd this come from? Because he's asking a lot of questions. Also das macht auch gar keinen Sinn jetzt hier. Einfach zu fragen, ja, hier, Kuss. Und dann macht's die eine und dann bist du jetzt auch interessiert. Also hier wird halt eine massive Vermischung der Targets halt gemacht und das ist meistens, kommt es nicht gut an. Ja, weil Frauen untereinander ja auch einen sehr starken Konkurrenzsinn haben. Selbst bei Freundinnen sieht man das halt massiv und hier ist es schon, bin gespannt, wie es weitergeht. Women love it. Also wenn die dritte es jetzt nicht gemacht hätte, dann wüsste ich auch nicht. Aber es ist ja auch noch nicht so sexuell, sondern eher so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Es muss jetzt der Number Close kommen. Okay, jetzt verstehe ich halt die Welt nicht mehr. Warum geht er raus? Also es macht halt gar keinen Sinn. Also es war aus meiner Sicht kein... Also es war... Man hat gemerkt, dass er gehookt hat. Man hat gemerkt, dass Interesse besteht. Aber für mich insgesamt, vielleicht ist es auch der Sendung geschuldet, dass hier die viel auch zusammengeschnitten wird, aber aus meiner Sicht gehen die Jungs insgesamt viel zu schnell aus den Sets raus. Ja. Saying goodbye. You know what? Of all the questions, his first statement was goodbye. Yeah. I think the thing Dennis has going for him is girls like him. Ja gut, man kann jetzt aber auch nicht meckern, weil das waren ja die Aufgaben. Ja. Yeah. Until they get to know him. You know, it reminds me of Super Bowl 25 when the Buffalo Bills played a hell of a game. And only to lose in the end because of Scott Norwood's ride right kick. Yeah. And I'm gonna rename this guy Scott Norwood. Because no matter what he does, he always manages to go wide right. You know, it's so frustrating to watch. He, out of all the questions he asked, he didn't ask the most important one. What's your number? Yeah. Ja, da ist immer ein Punkt. Also ich sag euch, den gestern hatte ich es erst wieder hier mit dem Chef vom Pickup Forum. Ich war gestern in Frankfurt, hab den Tom besucht, der hier ja auch der Inhaber vom Pickup-Forum ist. Und wir haben auch ein bisschen so geredet über die größten Fehler eigentlich im Game. Vielleicht mache ich auch nochmal ein extra Video dazu. Aber eines der größten Probleme, was viele, viele haben, ist einfach, warum closen sie nicht? Also warum machen sie den Sack nicht zu? Ich meine, das größte Problem, der größte Fehler ist im Prinzip, wenn man sich fragt, warum habe ich die Nummer nicht, muss man sich die Frage stellen, hast du danach gefragt? Und die meisten fragen halt danach nicht. Also ist es klar, dass du die Nummer auch nicht bekommst. Ja? Und genauso ist es ja auch beim Kuss. Wir haben uns nicht geküsst. Ja, hast du versucht, sie zu küssen? Ja, nein. Ja. Und dann brauchst du dich ja nicht wundern. Ja? Also, und genau das sind halt die Probleme. Führung, ganz einfach. I disagree completely. He's only asked questions, they know nothing about him, and then he disappears. That's mystery. Women love that. Aber kann's auch schön reden, ja. Nobody knows where he went. He's gone. Well, let's see if Josh can ask the right questions. Oh, I'm sorry. Why are you wearing sandals? Do you go to the beach a lot? They're beautiful. Do you go to the beach a lot? Do you see that? Oh, I see her turn her back to the guy she was standing with. Right now, Pat Riley's... Nah. Auch er hier sieht aus, wie wenn er im Set drin ist, ja. Auch er. Hier, das erste Mal auch ein Mädel, die jetzt hier ein bisschen mehr Körperfülle hat. Ich sehe, also dort in so, den Club sehe ich das jetzt zum ersten Mal, dass sie angesprochen wird. Er redet auch über... Sandalen finde ich jetzt auch, also da fand ich die Eröffnung vom anderen deutlich kreativer. Sitting somewhere in an armchair smiling. That box out she did would put her on any NBA roster. Yeah. Aber es stimmt, sie hat sich sofort aufgedreht, den anderen sofort rausgeblockt. Vielleicht war er auch nicht Teil. Why don't you go every day? That works.
right to it? That quick? Like, do these guys engage in any foreplay when they have sex? Like, just like that, eh? Just like that, just that. Like that. Why would I come to any other girl to ask her for a number than you? Right now. Whatever. Right now. Ah, krasse IOI sitzt von ihr hier. Also, ich könnte jetzt was, ich weiß nicht, mein Eindruck, ja, ich sag jetzt einfach ungefiltert mein Eindruck. Es hört sich vielleicht asozial an, aber er hat hier ein Set und aus meiner Sicht ist sie hübscher. Und ich unterstelle jetzt mal diese ganz, ganz asoziale Nummer, dass er einfach die Aufgabe machen wollte und dementsprechend auf ein Mädel geht, die etwas weniger hübsch ist, um hier die Nummer zu bekommen. Sie hat ja auch jetzt gerade schon gesagt, ja, das ist in Ordnung, ich kann sie dir geben. Da kommt kein Game. Also er hat wirklich, da, also das war jetzt wirklich, also zu fragen, warum trägst du Sandalen? Es ist Sommer, gehst du gerne an den Strand? Ja, die Frage nach dem Strand könnte jetzt auch irgendwie noch funktionieren, weil Strand ist ja auch nochmal was Schönes, was ein bisschen Emotionen weckt. Aber es ist kein, also da muss ich mir wirklich, da müsste ich jetzt wirklich sehr, sehr fantasievoll sein, um das irgendwie als Game einzukategorisieren. Ich, keine Ahnung, ich finde das jetzt nicht so nice, ja. Und sie hier, die eigentlich hübscher ist, aus meiner Sicht, ist hier voll an den IOIs dran. Schade eigentlich, dass er eine Ziege genommen hat, weil scheinbar ist sie ja an ihm interessiert hier, so ein bisschen. I'll give you my phone. Why don't you guys exchange names first? Ja. Let's give her a clap. Yeah. She's helping him out. He She's like the director of pickup. Why don't you ask him for the name first? Yeah. Maybe take her for a dance, have a drink. She's teaching him. I'm gonna give you my phone. Ja, also keine Ahnung, also kein Game, das war einfach nur mit der Tür ins Haus. Einfach nur und das sieht man aber auch jetzt auch wieder für euch da draußen, dass es doch auch so leicht sein kann. Also hier, man hat fast nicht gesehen, dass hier irgendwie Attraction vorliegt. Keine IOIs, keine Anzeichen, gar nichts. Er hat's gemacht, einfach, er ist einfach reingegangen. Hey, du hast Sandalen an, warum hast du Sandalen an? Warum gehst du gern an den Strand? War nicht überhaupt so. Gib mir deine Telefonnummer. Zack. Und es funktioniert. Und es zeigt, der andere mit deutlich mehr Game, mit kreativeren Fragen, mit besseren Lines, scheitert, weil er einfach nicht fragt. Und er hier gewinnt, weil er einfach fragt. Und das ist, man sagt immer, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ja, und genau so ist es. Er hat jetzt im Prinzip hier safe wieder den zweiten Punkt, ja, und der andere hat verkackt, weil er einfach nicht in der Lage war, danach zu fragen. Schrecklich ungerecht, aber that's it. Can I please have a kiss on the cheek? He doesn't believe in rapport at all. He believes in opening and closing immediately. And he's not really showing the... Genauso wie ich es gesagt habe. Ja, er öffnet, er schließt, fertig. Stuff to watch. I'm seeing a bunch of guys with sight, but absolutely no vision. Well, the one thing I like about Hodge is, you know, he's creative. Das ist so wie bei einem Fußballspiel, ja. Die Mannschaft, die ganze Zeit permanent hinten im Tor steht, ja, wo die andere Mannschaft spielt und Pässe und Seitfallzieher und Hackentricks und keine Ahnung was. Und du denkst dir, bitte, 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 schießt ein Tor. Bitte, ihr habt so hardcore verdient. Ja, und die andere Mannschaft, ein Fehlpass bei der Künstlermannschaft, landet bei der anderen Mannschaft. Sie gehen einmal vorschießen, das hässlichste Tor aller Zeiten, stellen sich wieder hinten rein. Null Ballkontrolle, scheiß Pässe, einfach richtig, richtig schlechtes Spiel. Aber am Ende gewinnen trotzdem die das Ganze verwandeln. Und genau so kann man das hier auch übersetzen. Es ist genau das Gleiche. Und mir auch als Zuschauer, es macht mir keinen Spaß, dem zuzugucken. Ich finde, er hier hat einfach ein viel schöneres Game, auch wenn es jetzt nicht atemberaubend ist oder sowas.
auch nicht vergleichbar mit den Jungs von der letzten Folge, aber ja, keine Ahnung. Das frustriert mich, Leute. Das frustriert mich. I actually think we have to give the win to Hodge. I think he engaged the women. They were having a good time. They were entertained briefly. I have to disagree completely. I think Josh won this game based on the criteria we have set forth. He finished, he got the number. Hodge ran around in the field, you know, he gained a whole bunch of yards, never scored any touchdowns. This guy scored a touchdown, and that's why he won this game. I'd rather lose pretty than win ugly. I say Hodge won. Yeah. What do you say? That's Hodge. As big as you are. 3-1. So be it. So be it. It's 3-1. Let's go to the last game and see who wins. Vor allem ärgert es mich auch, dass der, also in der letzten Folge, da gab es ja wirklich zwei Gewinner, ja. Und hier hast du halt, hier hast du einen Gewinner, der bei weitem nicht mit dem letzten Verlierer es aufnehmen hätte können. Coming up after the break. That's my f***ing. That's your what? That's my f***ing. Oh, sorry. Did you hear what she just said? All right, guys, here we go. Third round, third period. Someone's gonna win. Let's find out who it is. In round three, each player must separate a woman from her group. Okay, also das finde ich auch eine sehr gute Aufgabe, weil es geht ja jetzt hier wirklich um Isolation. Und Isolation, da bin ich immer ein Freund davon. Ich habe das auch noch nie gesehen jetzt, dass hier sauber isoliert wurde in der Sendung bisher. Von dem her bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Jetzt, ich würde jetzt, also hier Tipp von mir, ich würde jetzt auf jeden Fall eine Gruppe von 3 Mädels nehmen, weil wenn man jetzt hier eine isoliert, dann reden 2. Und wenn du eine Zweiergruppe hast, dann wird die Isolation signifikant schwerer. Das heißt, wenn du die Aufgabe kriegst, dann musst du eigentlich 3er-Gruppen anquatschen, ja? Und auf gar keinen Fall 2er. Separation is the key to seduction. Good richtig. Luck, boys. Richtig, merkt euch. The key to seduction. Teile und Herzen. Just the two of you? Well, I have a confession to make. When I came up here, I walked in and I saw you, and there's, well, for me, there's certain people that I can just tell that I want to get to know. So why don't you introduce yourself? I'm gonna do that, don't you worry. I just wanted to be upfront and honest about that. Okay, also das sieht ja schon mega gut aus. Also ich finde es wirklich, wirklich schön, wie er das jetzt angesetzt hat. Man merkt auch bei ihr, dass sie sehr angesprungen ist auf ihn. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Set gar nicht gesehen. Sind die zwei in dem Set von ihr? Ich glaube schon. Wenn ja, zumindest sieht so das grüne Gekrutzel da aus, dann hat er das schon sehr, sehr gut gemacht. Aber ich frage mich, ich muss jetzt nochmal an Anfang gucken, kurz. Weil ich möchte gern verstehen, wie er angesprochen hat, weil normalerweise hören dann ja alle 3 zu. Hat er jetzt nur sie angesprochen? Das wäre natürlich dann sehr geil. Just her? Yeah. Just the two of you? Yeah. Well, I have a confession to make. When I came up here, I walked in and I saw you, and there's, well, for me, there's certain people that. Ah ja, okay. Also er hat es gemacht, indem er sie angesprochen hat. Es sieht so aus, als wäre jetzt hier die 2 beziehungsweise die 3 Leute in dem Set gewesen. So sieht es für mich aus. Wenn er sie jetzt so anspricht, dass sie sich draus dreht, schön. Aber hier kann natürlich ein ganz, ganz ekliger Cockblock kommen, wenn man das eben so macht. Normalerweise sauberer wäre es gewesen. Er geht in die Gruppe rein, er spricht mit allen und dann isoliert er eine erstmal. Also bringt sie so in so eine Drehung rein und dann isoliert er sie voll ganz raus. Ja, aber hier scheinbar nichts passiert. Glück gehabt. Und jetzt, das ist sehr cool, dass er jetzt halt so wieder ein paar so Fragen bringt. Hey, wer bist du? Wie heißt du? Bla bla bla. Und das ist sehr, sehr geil, weil hier ja auch der Rapport und der Komfort dann entsteht. Absolut hübsches Mädel. Also er macht auch keine Kompromisse. Ja, bei der anderen muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich echt den Eindruck, dass das eher so, ich gehe auf die nicht so hübsche, damit ich eine höhere Wahrscheinlichkeit mit der Nummer habe. Ist sie wieder wirklich absolut hübsches Mädel. Und ja, ich denke, dass das auch ganz gut
funktioniert, weil hier sieht man ja wirklich gar nichts von der Gruppe. Also nicht, man hat nicht mal gesehen, dass er sie irgendwie rausnimmt. Ja. So, also wie wenn sie gar keinen Bock auf die anderen hätte. Okay, jetzt kommt der Cockblock. Aha, aha, aha. Also auch wenn man denkt, man ist raus, er hätte die vorher sozialisieren sollen. Jetzt kriegt er die Quittung dafür, dass er es versucht hat, ganz heftig und schnell mit der Brechstange zu machen. Oh. Okay, there's the mother hen. She's taken. If you want to pick up the chicks, the best way to do that is to pick up the hen. And the chicks will follow. Can I steal her for like 5 minutes? No, she's taken. Are you taking into account what she wants? Yeah, I know exactly what she's thinking. She's not speaking for herself, though. I'll take her for 2 minutes, you come back. Und das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt oder blöd gemacht. Wenn er sagt, sie kann ja auch für sich alleine sprechen, ja. So, sowas solltest du nie machen, weil das ist ja dann auch wiederum etwas konfrontierend oder man weist sie dann ja auch wieder zurück, den Cockblock, und das kann die ja noch mehr anstacheln, dass sie dann natürlich hier noch wütender wird, ja. Viel besser ist das, was er jetzt macht. Ich nehme sie für 2 Minuten mit, ja. Man sollte jetzt eigentlich erstmal hergehen und sagen, hey, wie heißt denn du, ja, und dann redet man kurz und sozialisiert sich mit der Freundin, weil das ist ja genau das, was eigentlich vorher schon hätte stattfinden müssen. Sozialisierung, hey, ich bin der Dennis, war ja, glaube ich, der Dennis, und ich habe mich gerade nett mit deiner Freundin unterhalten, pass auf, ja, ich gehe jetzt für 2 Minuten mit ihr hier um die Ecke und ich bringe sie dir, ich schwör's dir hoch und heilig, bringe ich sie dir an einem Stück wieder genau hierher zurück, ja, und dann ist es in der Regel dann auch erledigt, ja, dann freuen sich die Mädels, dass sie da gefragt wurden, das sind ja meistens dann auch die Alpha-Kühe, die Mutterkuh, die hier auf ihre Mädels aufpasst, ja, und so kriegt man das normalerweise dann auch immer ganz gut gelöst, ob das dann bei 2 Minuten bleibt, das ist dann natürlich eine andere Frage, aber so funktioniert es immer. What's that gonna accomplish? She's not gonna give you her number, she gave you the wrong one. Whoa, ooh. This is very hostile. This is very hostile. This is a hostile takeover. That's okay. I'll take what I can get. I just want to talk to her. It's not okay. I'll get your straw. We'll talk for 2 minutes. It's ridiculous. Jay. Even if she wants Hodge, I think he's losing the situation. Yeah, they're too strong. I think this girl has a bigger penis than he does. So. Ja, das ist natürlich Bullshit, aber das ist genau die Reaktion, die man halt kriegt. Also das ist der typische Cockblock. Wie gehst du mit sowas um? Du kriegst es meistens, wenn die Freundin das nicht will, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja? Dann kriegst du es eigentlich meistens auch nicht mehr gelöst. Da müsstest du jetzt halt wirklich anfangen, mit der Freundin zu quatschen, wirklich ein auf Bro zu machen, dass man sich halt gut versteht und dann nochmal zurück an die Isolierung gehen, aber so, oder an die Isolation, aber so sieht man, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, und das Problem war im Prinzip, dass es sich vorher nicht sozialisiert hat, das war alles, ja, und es wäre easy gewesen, kurz Hi sagen und dann auf sie gehen. Aber das hat er nicht gemacht und das ist jetzt die Quittung dafür. I didn't know you loved me. Ja, und raus. Allein schon die Körpersprache, jetzt hebt er das Bier hoch, man merkt, er ist verunsichert. Er guckt in die Kamera, ja, es ist vorbei, Bro. That's it. I heard the Kansas City Chiefs are looking for another blocker for Larry Johnson. I think you just found a great candidate here. Guys, this game was separation. The only thing that got separated here was Hodge's dignity from his pride. He starts out so well all the time, and he ends the same way. Yeah, it is heartbreaking. It is. Well, let's find out if Josh can do better. Und er macht es jetzt hier besser, wobei er jetzt in die Falle tappt mit dem Zweierset, so wie das aussieht. Er spricht aber jetzt die ganze Gruppe an, was schon mal besser ist, aber wie gesagt, es ist halt so, wie es aussieht, ein Zweierset. Something I noticed here. Did you see her lean in? Yes. In the seduction community, it's called pecking. Yeah. And whenever somebody pecks like this and comes forward,
It's them saying, I'm very, very interested in what you have to say. Can I buy you a drink? Ja, kann schon sein. Aber ich sehe jetzt hier noch keine großartigen IOIs, muss ich sagen. Sie lehnt sich zwar rein, sie will hören, was er sagt. Vielleicht redet er auch ein bisschen leise. Heißt aber noch nichts. Also ich will mal schauen. Und da kommt er wieder. Der Cockblock. Ja, aber das große Problem, es sind halt nur zwei. Ich meine, natürlich wird sie sich wehren. Sie hat ja keinen Bock, alleine da auf der, da mittendrin stehen zu bleiben. Und im Zweifelsfall wird eine Frau sich ja immer eher für ihre Freundin entscheiden als für einen fremden Mann. Das heißt, du musst hier ein bisschen was tun, wenn es zu dem Konflikt kommt. Und man sieht hier auch, der andere Mann, der guckt, oh, was ist da, was passiert hier? Ja, weil sie ja auch wirklich sehr energisch und hart redet. Ja, und wahrscheinlich ist auch sie wieder die, das Alpha-Weibchen an der Stelle. Oh. Ah, ich verspreche dir, ich bringe sie wieder zurück. Also auch hier die typische Isolation, so wie ich es auch lehren würde, ja. Isolier über die Chefin und sag, hey, ich bringe sie dir wieder zurück. Hat er ja jetzt auch gemacht, aber halt auch wieder zu spät. Hätte er das proaktiv gemacht, mit ihr abgestimmt und gesagt, hey, komm, ich entführe mal kurz deine Freundin, wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, als einfach hier jetzt sich versuchen, einfach so wegzuschleichen und es so ein bisschen Stealth zu machen, ja. She's just pissed because she was the one that he opened with yeah. and he moved on. Okay, how about this? Can I just talk to her for 2 seconds over there? Wow, you're a pretentious... That's my sexy. That's your what? That's my sexy. Oh, sorry. Did you hear what she just said? That's your what? That's my sexy. Your That's not nice. Wow. Peaches, you know how to twist this. You know, it's about to be mine. Exactly what I would say. You know, ich habe es nicht verstanden, genau was sie gesagt hat. She's my. Oh, you're good, yo. The bottom line is, you should not try to lock horns with no, this bull over here. No, I was just gonna say that. Just pull out the red cape and go. Thoro! I talked for 2 seconds. I promise. Right over here. Und jetzt auch wieder. Und das ist jetzt unterwürfig. Wenn ich jetzt versuche. Ja, komm, 2 Sekunden hier, right? Also sowas, das tut seinen Wert massiv jetzt auch senken, wenn er jetzt hier wie so ein kleines Kind versucht, ja, ich will aber, ja, das macht kein dominanter Alpha-Mann. Okay. You're making me walk backwards. I can't walk backwards. Sorry. 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 Get your number? Yeah, I'll give it to you. Okay, es hat funktioniert. Da sieht man mal, dass Frauen auch, ja, die Freundin sich auch von der Freundin trennen, wenn sie wirklich Interesse haben. Aber ich sag mal, das ist weder für sie noch für ihn noch für die Freundin irgendwie jetzt ein schöner Ausgang. Klar, er hat die Nummer, das ist okay, er hat auch die Aufgabe bestanden. Aber ich kann mir in der Situation nicht vorstellen, dass er am Ende auch, dass das hier dann auch weitergeht, das Spiel, und die Nummer noch warm ist. Ja. This is a great position. Box out to a pivot. I'm just waiting for the hand to swoop in and hit the phone out of his hand. No, you're not! No. I think what Josh did was he learned from his mistakes and grew in his game throughout the whole process. And that's why Josh came out the winner. There was an element that was missing the whole time until the third game for Josh, and that was intelligence. He finally... Ich muss auch sagen, ich fand sein Game eigentlich in keinster Weise irgendwie jetzt besonders. Ja, er ist, und das zeigt, also er macht was, was viele nicht beziehungsweise falsch machen. Das muss man halt einfach sagen und das muss man ihm auch zugestehen. Und das muss man auch der Mannschaft zugestehen, die halt die Tore schießt und scheiße Fußball spielt. Sie schießen die Tore, ja, und er macht es auch. Er nimmt das Ziel oder überlegt sich, was ist das Ziel, und es zieht er durch, ja. Er schießt aufs Tor, er setzt an, und das macht ihn hier wahrscheinlich zum Gewinner im Vergleich zum anderen, der ein deutlich besseres Game hat aus meiner Sicht, aber
hier halt die Tore einfach nicht ansetzt und auch nicht schießt. Ja. And we pulled it out. Absolutely. We have a definite winner, but it's only because of how poor the opponent was. They shouldn't take anything away from Hodge. Richtig. He has some skills and he knows how to talk to women and he's engaging. He just doesn't know how to close. Really, there was only one thing that separated the two of these guys. And that's sometimes all it takes, because you don't remember days, you remember moments. Mm-hmm. And you know what? I don't think we're gonna raise a glass. I think we're just gonna clap today. Because I was not impressed, but Josh, you're the winner. Yeah. Congratulations, so hot right now, Josh. Enjoy your VIP experience. Ja, man hat hier wirklich gesehen, wie wichtig, wie unfassbar wichtig es ist, dass man einfach hier zielorientiert unterwegs ist und wirklich auch auf die Closes geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr eine Telefonnummer wollt, fragt nach der Telefonnummer. Wenn ihr mit einer Frau rumknutschen wollt, küsst die Frau. Wenn ihr eine Frau mit nach Hause nehmen wollt, dann setzt dazu an, zur Isolation, zum Mitnehmen nach Hause, zum Sex. Nur so funktioniert es. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, seine Limiting Beliefs auszuräumen. Weil wenn ihr die ganze Zeit damit struggelt, die wird es nie machen, ja, dann werdet ihr nie ansetzen und dann wird es auch nie passieren. Und was alles möglich ist, das ist wirklich krank. Also ich hätte das auch, der Vergangenheits-Marcel hätte auch nie geglaubt, was der Zukunfts-Marcel oder der Marcel, der dann auch Pick-up konnte, in der Lage war. Das hätte ich mir nie vorstellen können, wenn ich das nicht alles dann auch selber am eigenen Leib erfahren hätte. Von dem her, da müsst ihr wirklich offen dafür sein und euch dafür frei machen, dass unfassbar viel möglich ist. Ja, in diesem Sinne, wir haben heute auch wieder einiges gelernt. Ich hoffe, ihr kriegt die Impulse raus und ihr setzt das auch aktiv auf der Straße um. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Wir hören uns ja im nächsten Video. Bis dann, euer Marcel. Macht's gut. Bis dann. Adios. I have a boyfriend.